Ja, das erste Wochenende ist schon vorbei. Die ersten Flecken sind schon auf dem Dirndl. Aber Gott sei Dank weiß unser Arabella Moosleitner, was da zu tun ist. Das ist Buchautor und Komiker Moses Wolf. Der hat das Wiesenhandbuch Ozapft is geschrieben. So, was mache ich denn jetzt gegen meine Flecken im Dirndl, Moosleitner? Erst einmal Servus beieinander. Also wenn man Flecken im Dirndl hat, kann man versuchen, natürlich erstmal mit normalem Leitungswasser sie rauszuwaschen. Es kommt immer auf den Ursprung des Flecken natürlich an. Wenn man zum Beispiel sich zu sehr auf der Wiese gewälzt hat mit einem Burschen, dann kann es sein, dass Grasflecken drin sind. Da reicht dann normales Wasser nicht. Da müsste man einfach Gallseife dazu hinnehmen und außerdem lauwarmes Wasser. Heißes Wasser ist immer nicht zu empfehlen, weil es kann sein, dass sich dann der Fleck umso mehr in das Textil hinein frisst. Wenn man Kaugummiflecken hat, dann kann man das Dirndl ins Gefrierfach legen und einfrieren und dann, wenn es gefroren ist, einfach den Kaugummi rauskratzen. Hat man Rotweinflecken im Dirndl, was auf der Wiesen ja unwahrscheinlich, aber durchaus möglich ist, oder Brandflecken, in beiden Fällen gibt man einfach Salz aufs Dirndl drauf, wartet, bis das Salz trocken ist und bürstet es raus. Dann ist der Fleck auch weg. Und morgen erzähle ich Ihnen, wo der Name Bräurosl herkommt. Servus.